Er entpuppte sich als Glücksbringer für den 1. FC Nürnberg, Olympiasieger Alexander Grimm. Der Augsburger kam als Botschafter der Deutschen Sporthilfe zum Club und überbrachte den Spielball für die Zweitligapartie gegen den 1. FC Kaiserslautern. Vor dem Anpfiff sprach die NZ mit dem Kanuspezialisten. Herr Grimm, wie fühlt man sich als Kanute im Bundesligastadion? Das ist auch mal was Neues. Also sonst bin ich hier mal im Kanuslalomstadion oder jetzt in den Olympischen Spielen. Ich habe aber mit Fußball angefangen, bevor ich zum Paddeln gegangen bin. Und also es ist für mich was Beeindruckendes, hier mal ins Stadion einmarschieren zu dürfen. Sie sagen, Sie haben mit Fußball angefangen als Kind, nehme ich an, sind dann zum Kanusport gewechselt. Warum dieses? Also erstmal, weil Fußball Mannschaftssportart ist und ich habe dann irgendwann das Gefühl bekommen, okay, so eine Einzelsportart, wo ich mich mal selber mit den anderen messen kann, könnte vielleicht auch mal Schönes sein. Der Eiskanal liegt gleich vor meiner Haustür und deswegen haben wir jetzt doch umentschieden und bin dann beim Kanuslalom geblieben. War ja gut, also ich habe die Olympischen Spiele gewonnen, also es war dann die richtige Entscheidung. Sie sind heute hier in Nürnberg im Rahmen der Aktion Sportler für Sportler, machen Werbung für die Sporthilfe. Können Sie unseren Zuschauern mal kurz erklären, was Sporthilfe eigentlich ist und was Sporthilfe für Sie bedeutet hat? Also Sporthilfe ist einmal unser größter Förderer für alle Sportler in Deutschland und ab meinem Juniorenalter, Jugendalter habe ich schon von der Sporthilfe Förderung bekommen und das ist eigentlich gerade bei unseren Randsportarten wie zum Beispiel Kanuslalom die einzige Möglichkeit eigentlich da, dass man sich zum Beispiel das erste Boot kaufen kann oder das Paddel und das ist einfach toll, das ist eine riesen Unterstützung von denen, da kann ich nur einen herzlichen Dank aussprechen. Und das Dankeschön auch in Form solcher Aktionen wie jetzt, also Werbung für die Sporthilfe bei den Fußballern zu machen? Klar, es ist erstmal toll, dass die Deutsche Fußballliga Partner für die Sporthilfe ist und uns eigentlich dadurch indirekt unterstützt und eigentlich den anderen Sportarten Aufmerksamkeit schenkt, die jetzt nicht medial so präsent sind. Also es ist einfach eine tolle Aktion. Sie haben letztes Jahr bei den Olympischen Spielen den ersten Sieg, die erste Goldmedaille für die deutsche Mannschaft geholt, was ja die Stimmung sicherlich deutlich verbessert hat. Was hat sich für Sie persönlich durch den Olympiasieg verändert? Also erstmal die vielen Leute, die dann einen ansprechen und der tolle Empfang in Augsburg. Ich bin erstmal in meiner Heimatstadt zurückgekommen, der ganze Rathausplatz war voll. Da hat man erstmal gesehen, wie viele Leute da sich eigentlich mitgefreut haben und das Ganze verfolgt hat. Und ja, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man als Olympiasieger durch die Stadt geht. Hat es auch was gebracht, jetzt im Sinne von Sponsoren zum Beispiel, dass Sie jetzt andere Förderer oder neue Förderer gefunden haben? Leider noch nicht, aber ich werde in den nächsten Monaten dranbleiben. Ich habe einen Manager, der das Ganze für mich macht. Das ist einfach gut, dass ich da auch ein bisschen entlastet bin. Und ich denke schon, dass die nächsten Monate, dass sich da was entwickeln wird. Sie haben es ja angesprochen, Kanuslalom ist eine Randsportart, die alle 4 Jahre in den Mittelpunkt rückt, medial. Ist es nicht manchmal frustrierend zu sehen, wie andere Altersgenossen, die im Leder nachlaufen, da sehr viel mehr Aufmerksamkeit finden? Ja, das ist halt mal so, aber ich habe mir jetzt deswegen nicht die Sportart ausgesucht und ich bin nicht Olympiasieger geworden, um mal groß Geld abzustauben, sondern einfach nur, da geht es einfach nur um den Titel. Das ist das, was eigentlich für mich eigentlich sehr viel bedeutet hat und von dem her bin ich eigentlich voll zufrieden. Aber ich finde es immerhin schön, wenn die Sportart ein bisschen populärer wird, dass die Leute sich dann, dass sie auch wissen, was Kanuslalom ist. Und wenn das mal veröffentlicht wird, dass wir eigentlich auch eigentlich große Leistungen bringen müssen, dass wir, ja, dass es nicht von heute auf morgen kommt, dass wir dann einen Wildwasserkanal runterpaddeln müssen und wenn da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann finde ich es toll, das ist dann unserer Sport eigentlich nur zugute.